Hallo und herzlich willkommen zu diesem Fantasy Grounds Unity Tutorial aus Sicht der Spieler. Stand 2021 im Februar. Kurz und knapp einmal die Oberfläche erklärt und wie ihr euren Charakter erstellt. Am Anfang, wenn ihr im Spiel drin seid, seht ihr das typische Standard-Pop-up. Da klickt ihr erstmal auf Next und dann auf Modules. Das ist wichtig, denn hier müsst ihr die freigegebenen Inhalte von eurem Dungeon Master einmalig laden. Dazu klickt ihr einfach auf dieses Load-Icon für die Sachen, die ihr haben wollt, beziehungsweise was euer DM euch sagt, was ihr eben braucht. Wenn ihr da draufklickt, dauert das einen ganz kleinen Moment. Dann öffnet sich das Buch und zeigt euch an, dass ihr diesen Inhalt jetzt geladen und aktiviert habt. Na, bei mir jetzt zum Beispiel Player's Handbook, Sword Coast Adventurer's Guide, Tasha's Cauldron und Xanatar's Guide. Wenn das fertig ist, könnt ihr das Fenster schließen. Wenn ihr auf Next klickt, kommt ihr noch einmal in die Options, in denen ihr als Spieler relativ wenig einstellen könnt. Also nur zum Beispiel, ob der Chat ein Geräusch macht, wenn ihr angeflüstert werdet oder nicht. Und ein paar andere Sachen. Aber ihr könnt auch sehen, was der GM für das Spiel eben alles eingestellt hat. Und da ist vielleicht ganz unten vor allem interessant, welche Hausregeln an sind. Ansonsten einfach schließen und willkommen auf der Oberfläche. Generell lässt sich Fantasy Grounds Unity super anpassen. Ihr könnt in jede Box, alles was ihr öffnet, könnt ihr rechts reinklicken und bekommt hier einmal die Option Unlock Position. Und jetzt könnt ihr quasi den Chat nehmen und dorthin ziehen, wo ihr ihn haben wollt, vergrößern, verkleinern oder entsprechend jede weitere Box einfach anpassen, wie ihr die haben wollt. So, da war er aber ganz in Ordnung und dann könnt ihr ihn wieder locken. Hier unten haben wir unsere Würfel. Wenn ihr was würfeln wollt, den Würfel mit Linksklick gedrückt halten, sodass ihr ihn draggt. Und dann im Chat, das ist wichtig, im Chat fallen lassen und es wird für euch gewürfelt. Wenn ihr ihn hier neben droppt, zum Beispiel neben den Chat, dann seht ihr die Würfelanimation, aber das Ergebnis erscheint eben nicht im Chat. Ihr braucht zwei oder drei Würfel, kein Problem. Einfach gedrückt halten mit linker Maustaste und dann kurz die rechte Maustaste drücken, um entsprechende Würfel hinzuzufügen und dann fallen lassen. Und schon haben wir 4W20. Ihr könnt auf dem Feld hier Modifier links unten links klicken und dann eine Zahl eingeben. Und dann wird der nächste Würfel der kriegt quasi den Modifier dazu, das heißt, wir haben jetzt eine 10 gewürfelt, 10 plus 7 und Ergebnis ist 17. Die Buttons daneben, ADV und DIS, stehen für Advantage und Disadvantage, also Vorteil und Nachteil. Wenn ich das hier mit Linksklick anklicke, dann wird das hier rot markiert. Und wenn ich jetzt würfle, kommen automatisch zwei Würfel und er wird den besseren Würfel auswählen, in dem Fall eine 14. Und er zeigt uns auch an, welches der andere Würfel war, nämlich hier eine 12. Und das Ganze in grün darstellen, damit die anderen Spieler und der DM eben auch sieht, dass ihr das eben auf Vorteil gewürfelt habt. Und das gleiche gibt es auch mit Nachteil. Hier haben wir jetzt eine 12 gewürfelt, die kam weg und wir haben den schlechteren Wurf, also die 4, bekommen. Hier habt ihr noch Modifikationen mit plus 2, plus 5, minus 2, minus 5. Das ist einfach wegen dem D&D-Regelwerk, weil das gängige Modifier sind, die man oft nimmt. Kann euer DM aber auch einstellen oder je nach Spielsystem können dort auch andere sein. Ganz unten habt ihr eine Leiste von 1 bis 12. Diese Buttons repräsentieren eure F-Tasten auf dem Keyboard. Und ihr könnt euch die verschiedensten Sachen hinziehen, wie zum Beispiel einen 20-seitigen Würfel packe ich jetzt mal auf Feld Nummer 3. Und wenn ich jetzt die F3-Taste drücke, dann wird eben dieser Würfelbefehl auch ausgeführt. Ich kann mir jetzt zum Beispiel noch 3 W6 hinzupacken. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, F3 würfel, kriege ich 1 W20 und 3 W6 gewürfelt. In diese Felder unten kann man alles Mögliche reinpacken, ob nun Links zu euren Notizen, Bilder, Karten, Würfelbefehle und verschiedene Makros. Da geht alles. Wenn ihr jetzt sagt, ey, 12 Tasten sind mir nicht genug, ist kein Problem. Ihr könnt die Shift-Taste gedrückt halten, dann kriegt ihr eine neue Leiste. Control-Taste, die Alt-Taste
oder eine diverse Kombination aus den Tasten. Also genug Platz, damit ihr alle eure Befehle da auf Hotkeys abspeichern könnt. Wenn ihr was löschen wollt, Rechtsklick da drauf und dann auf das Totenkopf-Symbol und fertig. Dann gibt es hier an der rechten Seite eure Kacheln für die ganzen Sachen, die ihr ausführen könnt. Und links oben, bei den kleinen, fangen wir mal an, da gibt es den Combat Tracker. Den benötigt ihr dann, um die Kämpfe später abzuwickeln. Den könnt ihr auch irgendwo hinziehen, wo ihr ihn gerne haben möchtet. Und wenn ihr ihn das nächste Mal aufmacht, dann wird er auch an dieser Stelle wieder erscheinen. Ne? Auch hier ganz einfach. Ihr könnt jetzt zum Beispiel den Combat Tracker nehmen, ich habe das schon mal gemacht, und auch den hier per Drag and Drop auf eure F1-Taste zum Beispiel packen. Und da ihr oft kämpft, würde ich empfehlen, das auf so eine Hotkey eben draufzulegen. Dann gibt es hier oben rechts das Party Sheet. Das braucht ihr, wenn ihr später Belohnungen bekommt, wenn ihr euer Gruppeninventar verwaltet oder wenn ihr eure Marsh Order oder Watch Order festlegt. Auch das ist definitiv sinnvoll, sich auf eine oft verwendete Taste zu packen. Habe ich bei mir zum Beispiel immer auf F2. Darunter geht es weiter mit dem Kalender. Wenn ihr in eurer Kampagne wirklich Tage und Zeit trackt, dann wird euer DM den für euch freischalten. Dann gibt es Colors hier. Da könnt ihr eure Würfelfarbe ändern. Dafür einfach mehrfach in das Feld klicken, was ihr haben wollt. Ne? Ganz normale Farblehre hier aus Blau und Rot. Wird dann halt lila, Pink, beziehungsweise bis es zu Rot übergeht und so weiter. Und die kleinen sind halt nur, wie fein ihr eben die Unterschiede haben wollt, bis wir jetzt hier schon ein schönes Orange haben. Und mit den Tasten, mit dem T gebt ihr noch an, ob die Zahlen auf eurem Würfel schwarz oder weiß sein sollen. Zack, fertig. Dann haben wir noch das Feld Modifiers. Hier kann euer DM auch einstellen, was hier alles auftaucht. Hauptsächlich wichtig ist zum Beispiel kritischer Schaden, maximaler Schaden, halber Schaden oder eben andere Sachen. Auch hier können per eigenem Makro eben dann noch weitere Sachen hinzugefügt werden. Und als allerletztes haben wir noch den Tab für die Effekte. Das heißt, wenn euer Charakter zum Beispiel gestunt wurde, dann könnt ihr hier drauf drücken. Wenn ich das jetzt mache, dann wird ein Fehler auftauchen, weil kein Charakter ausgewählt ist. Deswegen mache ich das mal nicht. Und auch hier können weitere Custom Effects dann selber geschrieben werden. Und wenn ihr nochmal in die Optionen müsst, dann findet ihr die dann hier drunter. Und kommt da auch nochmal wunderbar hin. So. Zu den Kacheln hier auf der rechten Seite. Einmal unter mir, ich muss mal kurz zur Seite, befindet sich rechts unten die Library. Da könnt ihr oben auswählen, ob ihr die Kacheln für Play haben wollt. Ihr seht, auf der rechten Seite ändert sich das jetzt. Alle Kacheln, dann habt ihr eine Doppelleiste. Oder nur die, die ihr braucht, um einen Charakter zu erstellen. Das nehmen wir jetzt als erstes. Also Create PC, schließen und dann gehen wir hier auf PCs, Characters, also Player Characters. Und er öffnet hier dieses kleine Fenster mit der Übersicht aller Charaktere. Da ist jetzt nur mein Testcharakter drin, den brauchen wir nicht. Rechts unten in dem Fenster steht einmal Open Character Wizard. Da kriegt ihr also ein kleines automatisches Programm, was euch so durch die Charaktererstellung hindurch begleitet. Ihr könnt einen Charakter importieren, den ihr euch selbst erstellt habt, zum Beispiel in einem eigenen Spiel, was ihr aufgemacht habt, wenn ihr ebenfalls Fantasy Grounds eine Stufe höher als die Free Demo habt. Oder aus einem anderen Spiel zum Beispiel dann exportieren. Oder ihr klickt hier auf Add Item. Das ist der schnellste Weg, wenn man sich einen neuen Charakter erstellen will. Dann geht hier direkt ein Charakterfenster auf. Wir werden gefragt, einen Namen anzugeben. Dann nehmen wir einfach mal Sigbach. Können hier auf das Porträt links klicken. Einmal. Und damit ihr ein Charakter-Token-Bild importieren könnt, müsst ihr in eurem Dateipfad von Fantasy Grounds Unity einfach das Bild in den entsprechenden Token-Ordner packen und dann könnt ihr das hier auswählen. Nehmen wir mal dieses hier, Doppelklick drauf und er lädt es hier rein und wir sehen es auch gleich links oben im Bild. Den Namen haben wir.
Dann würden wir jetzt als allererstes unsere Attribute auswürfeln. Also, ihr könnt sie auswürfeln, ihr könnt das Standard-Array nehmen oder halt das Punktekaufsystem, je nachdem, was euer GM dazu euch sagt. Wir packen jetzt einfach mal hier 16. Oh, das 1000. 212 ist vielleicht ein bisschen viel. So, wir nehmen einfach mal ein paar Werte. Und jetzt fangen wir an, ganz, 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 ganz easy per Drag and Drop den Charakter zu erstellen. Als erstes wollen wir unsere Rasse wählen. Dafür gehen wir auf der rechten Seite auf die Kachel Races. Und ihr seht jetzt, wir haben hier verschiedene Angaben. Wir haben zum Beispiel einmal ein Elf, also zwei Elfen hier, einmal aus dem Sword Coast Adventures Guide oder einmal aus dem Players Handbook. Da kann ich mir meine Quelle hier oben halt aussuchen oder ich gucke halt bei allen. Wenn ich auf so ein Drachensymbol klicke, was in einem anderen Theme zum Beispiel auch ein Totenkopf sein könnte, das ist je nachdem, wie die Oberfläche aussieht, aber immer entsprechend dieses Item, was da links daneben ist, geht nochmal ein Infofenster auf und ich kann mir hier alles durchlesen, was ich jetzt so bekomme. Wie zum Beispiel hier meine Ability Score Increase wird zum Beispiel sein, Dexterity geht um 2 hoch. Und dann nehme ich einfach diesen Drachen hier in dem Fall, drag and droppe den und lasse den in mein Charaktersheet so reinfallen. Und dann geht direkt ein neues Fenster auf, was mich eben fragt, was ich jetzt für eine Subklasse haben möchte. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal einen Wood Elf. Okay. Im Chat seht ihr nun, dass diese ganzen Sachen, die wir uns eben angeguckt haben, jetzt alle hier hinzugefügt wurden. Ihr seht also, meine Dexterity ist von 12 auf 14 automatisch angestiegen und hier oben bei Race steht jetzt auch, dass ich ein Wood Elf bin. Fenster kann geschlossen werden und wir gehen zum Tab Backgrounds. Als Background habe ich mir jetzt mal. Wie gesagt, das ist kein sinnvoller Charakter, das ist jetzt wirklich nur zu Demo-Zwecken. Nehmen wir mal den Soldier, dragen und droppen ihn wieder und er kommt in Backgrounds rein und wir sehen hier auch, was wir davon jetzt bekommen haben. Wir schließen und es wird Zeit, unsere Klasse zu wählen. Gehen ins Players Handbook und nehmen uns jetzt zum Beispiel mal einen. Ah, nehmen wir mal einen Schurken. So, wir nehmen einen Rogue, dragen und droppen den hier. Und er fragt uns gleich am Anfang unsere vier Skills, in denen wir proficient werden wollen. Nehmen wir jetzt mal Stealth, Sleight of Hand, Persuasion und Performance. Okay. Und damit sind wir jetzt automatisch schon ein Rogue One. Haha, Star Wars Witz. Wenn wir jetzt aufsteigen. Sagen wir mal, wir erstellen uns jetzt einen Rogue Stufe 3. Dann bitte nicht einfach hier irgendwie reinklicken und hier versuchen, was zu ändern. Das Einfachste ist, ihr nehmt einfach nochmal den Rogue bei Klasse und drag and droppt ihn wieder hier rein. Tada, er geht auf Rogue Level 2 und ihr seht, wir haben gleich unser Feature Cunning Action dazu bekommen. Macht er alles automatisch. Mit Level 3 sollte er uns jetzt also fragen, welche Subklasse wir werden wollen. Probieren wir es aus. Wir dragen und droppen. Und. Ha! Ja, Select Specialization. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den. Nehmen wir mal den Arcane Trickster. Okay. Das heißt, wir haben gleich alles bekommen. Wir haben Mage Hand bekommen, wir haben das Spellcasting Feature bekommen, Roguish Archetype ist added und Steady Aim. Aus Tasha's Cauldron hat er jetzt schon dazugepackt, hat aber gleich als Hintergrundoption gemacht, damit der DM das noch entscheiden kann, ob das auch genommen wird oder nicht. Jetzt schließen wir hier und gucken jetzt mal auf unsere Skills. Hier an den Seiten habt ihr nämlich verschiedene Tabs, die ihr nutzen könnt. Und wir sehen bei unseren Skills, dass wir jetzt hier angedeutet durch den Stern eben in Athletics, Intimidation, Perception, Performance, Persuasion, Sleight of Hand und Stealth proficient sind. Wenn ich auf einen Stern hier draufklicke, kann ich das auch selber hinzufügen. Ich kann mir, wenn ich mehrfach draufdrücke, hier den Double Proficiency Bonus geben, also Expertise quasi. Ne?
Und auch den halben Bonus, wie zum Beispiel bei Jack of All Trades vom Barden. Hier hinten kann ich separat anpassen, welches Attribut zur Bestimmung des Checks genommen wird. Ne, also wenn mein DM sagt, ich darf Akrobatik auch über Konstitution würfeln, dann kann ich das hier zum Beispiel einfach ändern. Wenn ihr hier auf was würfeln wollt, seht ihr hier auf der linken Seite meinen Bonus, den Bonus, den man hat. Und ihr könnt ihn entweder hier einfach per Drag and Drop rausziehen und dann würfeln. Hier in den Chat, wie wir das schon gelernt haben. Und dann steht hier Siegbach, Skill Acrobatics Check, eine 9 gewürfelt. Ich kann aber auch ganz einfach hier Doppelklick drauf machen. Dann würfelt er auch automatisch. Und selbstverständlich kann ich den Wurf auch nehmen und mir hier unten in meine Leiste reinziehen. Das heißt, ich weiß hier, Acrobatics, die 4. Das hat man sehr schnell raus. Ich würde also empfehlen, sich vielleicht da eine Leiste mit den gängigen Skills eben fertig zu machen. Dann geht das auf jeden Fall noch ein ganzes Stück schneller. Bei den Abilities sehen wir jetzt alles, was wir haben. Zum Beispiel hier kann ich nochmal gucken, was kriegt denn mein Arcane Trickster jetzt alles für Features. Und ich kann auch hier dieses Symbol nehmen und in den Chat ziehen, sodass ich das für andere poste, sodass andere sich eben auch das entsprechend durchlesen können. Wenn mal eine Frage auftaucht oder jemand mal kurz zeigen will, was nun das Ganze macht. Jetzt muss man hier natürlich am Anfang noch mal ganz kurz durchgehen, was wir alles haben. Zum Beispiel sehen wir ja, wir haben hier Expertise. Ne? Das müssen wir noch selber machen. Wir dürfen also noch zwei Skills als Expertise wählen. Das heißt, wir gehen hier zurück und packen hier noch mal zwei rein. Da geht man am Anfang immer noch mal drüber, das ist sicherer. Bei der Sneak Attack gucken wir noch mal, wie viel wir gerade haben. Da, 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 da. So, wissen wir Bescheid. Der Rest passt. Und bei den Proficiencies schreibt er uns jetzt hier genau hin, wenn wir noch was selber auswählen dürfen. Zum Beispiel Tool One Type of Gaming Set. Hier unten rechts ist so ein Edit-Button. Wenn wir da drücken, dann können wir das hier umschreiben. Kann ich jetzt hier zum Beispiel noch schreiben, Playing Cards meinetwegen. So, Playing Cards. Fertig. Ich kann noch was dazu packen, indem ich hier auf Add Item gehe oder eben was löschen, wenn ich auf Delete Item gehe. Bei Languages haben wir jetzt Common und Elvish. Das passt alles. Stop Editing. Wo wir gerade bei den Sprachen sind, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Wenn ich hier im Chat auf Languages gehe, sehe ich jetzt, dass ich auf Elvish sprechen kann. Wenn ich jetzt hier was reinschreibe, wie Hallo, was geht? Dann postet er das und ihr seht schon, das ist komplett anders geschrieben. Und wir sehen unsere eigene Translation. Und ein anderer Spieler, der jetzt auch Elvish spricht, der kann das jetzt lesen. Jemand, der es nicht spricht, der sieht nur diese kryptischen Zeichen hier. Und das ist ganz cool fürs Rollenspiel, weil man sich dann da wunderbar ein bisschen nebenbei unterhalten kann, was die anderen nicht mitbekommen, ohne dass man jetzt extra flüstern muss. Weiter bei uns hier gibt es das Inventar noch. Hier haben wir einmal unsere Treasure. Da kann der DM angeben, welche Währungen benutzt werden. Also bei D&D jetzt wahrscheinlich einfach Kupfer, Silber, Elektrum und Co. Ne? Und dann kann ich mir hier eintragen, wie viel ich davon habe. Ich habe jetzt noch keine Währungen festgelegt, deswegen steht da jetzt noch nichts dabei. Auch hier kann ich entweder unten auf den Edit-Button gehen und mir selber Sachen hinzufügen. Da erscheint dann hier oben ein Plus. Oder ich kann wieder Drag and Droppen, wenn ich jetzt hier bei der Library, ich gehe nochmal zur Seite, auf Play gehe oder auf, ja, nehmen wir mal Play. Ich mache mal ganz kurz All an, dann habe ich alles. Das ist jetzt zum Zeigen einfacher. Dann habe ich hier Items. Und von den Items kann ich mir dann auch alles einfach in mein Feld ziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Explorers Pack haben möchte, dann Drag, Drop und zack. Und er listet auch das Explorers Pack komplett auf mit allem, was hier drin ist, ne? Also 10 Torches, Tinderbox etc. Jetzt möchte ich noch haben einen Short Sword.
Zack, und ein Dagger. Und wir nehmen noch mal eine Lederrüstung. Da nehmen wir einfach eine Studded Leather Rüstung. So. Reicht uns erstmal für den Anfang. Können jetzt hier auf Notes gehen. Hier können wir noch unsere Sachen eintragen wie Gender, Age, unsere Höhe, unser Gewicht und unsere Size, die halt entsprechend vorgegeben ist, unser Alignment. Neutral Good, meinetwegen. Unsere Gottheit. Baby Jesus. Personality Traits können wir hier auch direkt reinziehen. Wenn wir also nochmal auf Background gehen. Wir hatten den Soldier ausgewählt. Dann könnt ihr hier runter scrollen und seht ja hier gleich die vorgeschlagenen Table. Also ich kann hier entweder selber was reinschreiben natürlich. Oder ich gehe jetzt auf den Table vom Soldier Trade. Könnte ihn jetzt entweder einfach aussuchen. Oder ich würfel mal, wenn ich jetzt hier draufklicke. So, dann hätte er jetzt die 1 gewürfelt. I'm always polite and respectful. Ich kann den ganzen Text einfach nehmen und den Text dragen. Und pack den bei Personality Traits hier rein. Und schon habe ich ihn hier drin. So, bei Ideale nehmen wir jetzt auch einfach mal das. Mein Bond ist eindeutig der hier. Eigentlich müsste ich den Charakter jetzt mal so, wie ich ihn erstelle, auch direkt spielen. Flaws nehmen wir noch den. Appearance schreibt ihr rein, was ihr möchtet, euer Auftreten und hier habt ihr noch Platz für eigene kleine Notizen zu eurem Charakter. Dann haben wir den Log. Hier könnt ihr euch noch verschiedene Sachen aufschreiben und der DM hat die Möglichkeit, euch eben wirklich einen kleinen Questlog zu schreiben, dass ihr genau seht, was gerade passiert ist, welche Quests aktuell am Laufen sind, welche Quests schon abgeschlossen sind. Und das taucht dann in eurem Log auf, aber ihr könnt den eben auch entsprechend bearbeiten. Und last but not least, eins der wichtigsten Fenster, der Action-Tab. Hier seht ihr, was ihr so alles machen könnt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Dagger, der angezeigt wird, und unser Shortsword, was wir eben im Inventar haben. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit anzugeben, in welcher Hand wir das tragen. Sagen wir zum Beispiel, wir tragen den Dagger in der Offhand, ja, hier, die 0 steht für Offhand, und das Shortsword in der Primary Hand. Dann seht ihr schon, dass sich hier der Schaden ändert. Ja? Primary Hand 1d4 plus 3 oder Offhand eben ohne. Nun habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mit so einer Waffe angreifen wollt, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ihr zieht den Würfel hier wieder raus und packt ihn in den Chat. Dann gibt es die Möglichkeit, doppelt zu klicken. Oh, es gibt sogar vier Möglichkeiten. Ihr könnt ihn euch hier als Angriffstab unten auf die F-Tasten legen. Oder später, wenn ihr dann die Tokens habt, dann könnt ihr diesen Würfel direkt auf den Token ziehen, den ihr angreifen wollt. Ne? Da kommen wir später noch hinzu, weil man bei den Kämpfen dann später die Ziele markieren muss. Und wenn ihr den Schaden auswürfeln wollt, dann macht ihr einfach entsprechend Doppelklick hier drauf oder zieht es eben rein. Dann wird der Schaden ausgewürfelt. Wenn ihr hier neben auf das Lupensymbol klickt, dann könnt ihr die Waffe bearbeiten. Wie zum Beispiel hier anzugeben, ob der Proficiency-Bonus dazukommt, ob ein weiterer Bonus dazukommt, ob sich an der Waffe was ändert, den Hit-Dice, Multiplier, Bonus-Damage und den Schaden könnt ihr hier angeben, welcher Typ das ist. So, das Ganze nochmal mit unserem Shortsword. Funktioniert relativ einfach. Dann haben wir hier, weil wir ja ein Arcane Trickster sind, jetzt zwei Level 1 Spell-Slots. Und auch unsere Spells können wir bearbeiten. Ich könnte sie jetzt zum Beispiel einfach hier den Spell-Tab öffnen. Und dann kann ich mir beispielsweise den Firebolt hier mal reinziehen. Und noch Mage Hand, meinetwegen.
Und dann funktioniert das wie auch oben. Ich habe hier den Cast-Button zum Zaubern und hier dann den Schadens-Button, um den Schaden auszuwürfeln. Und unter der Lupe könnt ihr eben immer noch weitere Einstellungen hier dann vornehmen, um den Zauber zu bearbeiten. Beziehungsweise ihr könnt ihn auch ein- und ausklappen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und wenn ihr hier auf die Spellslots geht, dann könnt ihr euch markieren, dass ihr sie benutzt habt. Und dann ganz zum Ende nochmal ganz kurz zurück zur Hauptleiste hier auf dem Main. Wenn wir hier nochmal durchgehen, wenn ihr einen normalen Ability-Check machen wollt, Doppelklick einfach auf diesen Wert oder wieder entsprechend reinziehen, das bleibt immer das gleiche. Saving Throws sind hier auf der anderen Seite. Der Stern gibt wieder an, in welchem Saving Throw ihr proficient seid. Hier seht ihr eure passive Wahrnehmung. Das ist jetzt entsprechend 14 und nochmal unsere Traits, wie hier zum Beispiel Dark Vision 60 Feet. Proficiency Bonus wird hier oben rechts angezeigt und Inspiration hier oben neben dem Token Portrait. Dieser Mittelwert ist noch interessant. Achso, ganz kurz. Wenn ihr auf Class und Level hier klickt, auf die Lupe, dann seht ihr nochmal, wann euer nächstes Level ist. Das könnt ihr einstellen und habt noch weitere Einstellungen für den Hit Die und könnt dann hier mit dem Charakter Mancer selber aufleveln, wenn ihr eben soweit seid, dann klickt ihr da drauf. Initiative würfeln, einfach Doppelklick auf Initiative. Und dann werdet ihr auch in die Turn Order später übernommen, wenn der DM die geöffnet hat. Und bei der AC könnt ihr zum Beispiel nochmal genau gucken, habe ich zum Beispiel irgendein Feat, der meine Initiative weiter erhöht oder ein magisches Item, dann einfach hier eintragen. Eure Geschwindigkeit könnt ihr eintragen. Wenn ihr was Negatives haben wollt, dann macht ihr einfach plus minus 2. Na, dann kommt ihr auf minus. Und bei der Rüstung könnt ihr noch angeben, ob ihr ein Schild tragt, ob eure Geschicklichkeit voll angerechnet wird, oder ob ihr Disadvantage auf Stealth-Checks habt, weil es vielleicht eine Plattenrüstung oder was Schweres ist. Yes, dann habt ihr eure Hitpoints hier unten, 21. Und WND steht für Wunde. Das heißt, ihr rechnet nicht Minus, sondern ihr rechnet Plus. Das heißt, wenn ihr 15 Schaden bekommt, tragt ihr die hier ein. Und dann habt ihr halt noch 6 Differenz. Ihr seht, mit 15 werdet ihr jetzt schon schwer verwundet, deswegen würde das rot anzeigen. Bei einer 7, da seid ihr noch leicht verwundet. Und temporäre Hitpoints könnt ihr dann hier angeben, die erscheinen in blau. Hier unten sind eure Hit-Dice. Wenn ihr einen Hit-Dice würfeln wollt, dann klickt ihr einfach Doppelklick drauf und er wird auch gleich den Schaden hier wegheilen. Und zeigt euch an, Status Healthy. Also geben wir uns nochmal eine Wunde von 10 und würfeln einen Hit-Die im Rahmen einer kurzen Rast. Dann reduziert er das auch. Ihr seht, er sagt jetzt, wir haben eine 2 gewürfelt, aber unser Konstitutionsmodifikator ist plus 1, deswegen die 3 und das berechnet er auch wunderbar mit. Gleiches gilt für die Death Saving Throws, sollten wir mal im Sterben liegen. Hier nur einmal klicken, das ist wichtig zu wissen. Dann sagt er uns bei einer 4 zum Beispiel Fail. Den müssen wir uns allerdings selber eintragen. Für die Dramatik. Rechtsklick in dieses Fenster und ihr bekommt die Auswahl Short Rest. Die habe ich jetzt nicht, weil ich es als DM noch nicht freigeschaltet habe, aber generell Rechtsklick dann in das Dokument und dann Short Rest oder Long Rest anklicken. Und das war es dann eigentlich schon. Damit haben wir das Erste geschafft. Wir haben unseren Charakter erstellt. Und im nächsten Tutorial zeige ich euch dann, wie man sich mit den Tokens auf der Karte bewegt, wie man die ersten Kämpfe simuliert und noch ein paar weitere Funktionen. Aber damit könnt ihr auf jeden Fall erstmal loslegen und euren Charakter erstellen. Ich würde mich über ein Like freuen oder auch gerne ein Abo. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Tutorial. Ciao und Dankeschön.